Freunde, ich habe wieder was richtig Gutes für euch, also einen Content, den ich auf alle Fälle hervorheben möchte, und zwar hier auf dem YouTube-Kanal von True Story. Diese Reihe hier, richtig, richtig, richtig gut. In diesem Sinne, mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire, herzlich willkommen zu Spotlight. Hier heben wir mal Content hervor, der uns selbst ermutigt und den wir dir zeigen wollen. Heute ist das, wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal von True Story, ehemals Jesus House. Und da gibt es halt True Stories bei True Story, ja, also Lebensgeschichten von Menschen. Und die haben hier so kurze Porträtvideos von 5 Minuten, also richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, wir starten mal rein und ich zeige euch mal eine Minute von dem Video von Alex von den O-Bros. Richtig cool gemacht, coole Story und vor allen Dingen auch voll mitnehmend. Und wenn du ein junger Typ bist, kannst du dich damit vielleicht gut identifizieren. Gibt es auch viele andere Videos mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten. Ich würde sagen, wir starten mal rein und gehen hier rein in dieses Video. Und wartet mal ganz kurz, ich mache mal ganz kurz hier groß. Zack, so. Die Menschen sehen mich auf der Bühne und sie denken, das ist Alex. Aber das ist 10% vielleicht von dem Alex, der ich wirklich bin. Der echte Alex hat Struggles, hat Zweifel, der kommt nicht immer klar, ich scheitere. Und dann stellt sich mir schon die Frage, wenn die Menschen mich kennen würden, wie ich bin, ob sie mich dann immer noch feiern würden. Die Leute haben mich immer für den Erfolg gefeiert. Und ich habe bemerkt, ich wollte immer mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Leistung gebracht, ich habe Vollgas gegeben. Ich wollte nochmal das toppen, was ich im Jahr davor gemacht habe. Ich wollte meine Note toppen, ich wollte noch sportlicher werden, ich wollte noch besser rappen können, ich wollte noch mehr Anerkennung haben. Ich habe Vollgas gegeben. Aber irgendwann habe ich gemerkt, in mir drinnen breitet sich so eine Leere aus und ich bin eigentlich vollkommen erschöpft. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wovon lohnt es sich wirklich, seinen Wert abhängig zu machen? Was ist denn wirklich stabil und fest? Ich bin Alex und gemeinsam mit meinem Bruder Maxi sind wir unterwegs als O-Bros. Das hier ist real, das ist kein Fake, kein Kalt. Wir haben das alles echt erlebt, kein Scheiß. Genau, das ist letztendlich das Video von Alex. Es ist jetzt eine Minute vergangen, es geht noch 3 Minuten, dann erzählt er so ein bisschen aus seinem Leben, was er auch für sich mitgenommen hat, was ihn wirklich Wert gibt. Richtig, richtig cool. Also mal ein fettes Dankeschön an True Story, die diese Videos produziert haben und es gibt davon echt schon eine ganz schöne Menge. Also wir gehen mal ganz kurz hier nochmal zurück zu True Story. Also, wenn man jetzt hier diese Playlist sich mal anguckt, echt eine Menge cooler Geschichten von jungen Menschen, die was erlebt haben mit Jesus, und das Ganze in einem coolen, richtig guten Video, ja. Also, geht um Mobbing, um einen Dealer, um Scheidung der Eltern, Flucht aus der Unsicherheit, harter Typ, Bodybuilder und so weiter, Mobbing, ganz verschiedene Themen, die wirklich auch relevant sind. Und schau dir diese Playlist mal an, guck, vielleicht gibt es Videos, die dich ansprechen. Lass dich ermutigen, das ist unser Wunsch hier bei Stay on Fire und genau deshalb machen wir diese Spotlights. Also wirklich eine richtig große Empfehlung und wir verlinken euch das hier bei YouTube einfach, diese Playlist, und schaut da einfach mal vorbei. Grüße gehen raus an True Story.